Der kabellos betriebene 3M Remington Clipper 9604 ist die Wahl für eine kostenoptimierte Anwendung, dank eines hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnisses. Vor dem erstmaligen Gebrauch muss der 3M Remington Clipper für 18 bis 24 Stunden aufgeladen werden. Nach Gebrauch den Clipper in ausgeschaltetem Modus mittels Ladekabel aufladen. Das Modell 9604 kann nach 14-stündiger Aufladezeit ca. 30 bis 45 Minuten kabellos betrieben werden. Der 3M Remington Clipper kann nicht überladen werden. Nach erstmaligem Gebrauch führt ein erneutes Aufladen von mehr als 14 Stunden zu keiner verlängerten Betriebszeit. Um Kreuzkontaminationen zu vermeiden, benutzen Sie bitte für jeden Patienten einen neuen Einmalscherkopf. Um den Einmalscherkopf aufzusetzen, öffnen Sie zunächst die Verpackung. Halten Sie das Clipper-Handstück in einem 45-Grad-Winkel und schieben Sie das Handstück in den Einmalscherkopf hinein. Zum Entfernen des Scherkopfes schieben Sie den Scherkopf mit Ihrem Daumen in eine geeignete Abwurfbox. Der Clipper kann einfach und schnell gereinigt und desinfiziert werden. Stellen Sie sicher, dass der Clipper ausgeschaltet ist und der Einmalscherkopf entfernt wurde. Wischen Sie das Handstück mit einem geeigneten Desinfektionsmittel ab. Nur vollständig trockene Geräte dürfen aufgeladen oder eingeschaltet werden. Der Clipper darf nicht unter fließendes Wasser gehalten oder eingetaucht werden. Für detaillierte Anwendungs- und Warnhinweise beachten Sie bitte die mitgelieferte Gebrauchsanleitung. Kontaktieren Sie Ihren 3M-Vertriebsmitarbeiter vor Ort, rufen Sie unseren 3M-Kundenservice an oder besuchen Sie uns online.